Der Techno-Club Pal in der Karolinenstraße, hinter denkmalgeschützter Rotklinkerfassade. Ausgedacht und umgesetzt von diesen beiden, Daniel und Julian Frigoni, zwei Brüder mit einer Mission. Die Veranstaltungskultur der Hansestadt aufmischen, fast ohne Plan. Ich glaube, bis zum Abitur haben wir uns gesagt, niemals in die Gastro. Was habe ich als erstes angefangen zu lernen da im Atlantik? Hotelfachmann. Parallel ging's los mit dem ersten Laden, der Wedeler Kult-Disco-Shooters. Da waren sie noch keine 20 Jahre alt. Es folgten Restaurant, Eventagentur, Club und Bar. Realisiert stets im Duett bei fester Rollenaufteilung. Ich bin eigentlich derjenige, der dann pragmatisch das nochmal auseinander nimmt und sagt, okay, geht das rechtlich? Können wir das jetzt buchhalterisch so machen? Sind wirklich alle Fakten auf dem Tisch? Der ältere Daniel prescht voraus, ist Visionär und Ideengeber. Wenn er allzu sehr abhebt, holt ihn sein jüngerer Bruder auf den Boden der Tatsachen zurück. Julian hat Jura studiert und ist der Mann fürs Formale. Gibt Konfliktstoff, klappt trotzdem. Vielleicht ist es auch die Erziehung von Mama oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es dann immer so, dass man sich dann trotzdem wieder zusammengerauft hat. Quasi unterm Fernsehturm steigt derzeit ihr 45-Hertz-Festival mit einem wilden Mix aus Konzerten, Kunst, Kultur und Kulinarik. Insgesamt 10 Veranstaltungen in 3 Wochen. Natürlich muss es hier kommerziell nachher auch funktionieren. Aber an so einem Projekt wie diesem mexikanischen Food- und Culture-Festival sieht man auch, dass wir uns auch mal was trauen, wo man nicht gleich weiß, wie viele Leute heute kommen. Dass sie den Zuschlag trotz der vielen Auflagen von Stadt und Messe erhalten haben, hat sie selbst erst fast erstaunt. In diesem ihren 5. Festivaljahr können sie sich schon auf eigene Erfahrungswerte verlassen und bringen trotzdem weiter Neues, wie das mexikanische Food Festival für die ganze Familie. Zu entdecken gibt's aber noch mehr. Also mein Highlight dieses Jahr ist definitiv die Blockparty von Sammy Deluxe. Und auch 2 Raumwohnungen spielen live auf dem Fernsehturmfest der Frigonis. 2 Brüder, deren Nachname klingt wie Manege frei oder Zaubershow. Eins steht jedenfalls fest. Beim Blick auf den durchschlagenden Erfolg, bei allem, was sie so anpacken, von diesen beiden darf man getrost Überraschungen erwarten.